In diesem Teil soll es darum gehen, zu klären, was eigentlich elektrischer Strom ist und was verschiedene Angaben auf elektrischen Geräten bedeuten, wie zum Beispiel 100 W, und letzten Endes, wie verschiedene andere Dinge funktionieren, wie eine Sicherung. Dazu betrachten wir die physikalischen Konzepte elektrischer Strom und Wirkung des elektrischen Stroms. Wir schauen auf die Leitfähigkeit, auf den elektrischen Widerstand an. Betrachten, was elektrische Energie ist und führen den Begriff der Leistung ein. Und wir tun das wieder anhand von verschiedenen Kontexten, eben die Sicherung, die Wattangaben bei Haushaltsgeräten und verschiedene Anwendungen auch wieder aus der Medizin. Zunächst mal hatten wir gesagt, eine Spannung herrscht zwischen zwei Punkten, zum Beispiel zwischen einem Pluspol und einem Minuspol, wenn auf der einen Seite, wie hier auf der linken Seite, ein Überschuss an positiver Ladung herrscht und rechts auf der rechten Seite ein Überschuss an negativer Ladung. Dann hat man gesagt, der linke ist positiv geladen und der rechte ist negativ geladen. Und wenn es so einen Ladungsträgerunterschied gibt, dann haben wir gesagt, zwischen diesen zwei Bereichen oder zwischen diesen zwei Punkten herrscht eine Spannung. Nun haben wir beim Blitz auch schon gesehen, dass wenn es eine leitende Verbindung gibt, leitend heißt also, dass sich Ladungsträger bewegen können, dann kommt es zu einem Ausgleich der Ladungen. Das war der Blitz. Die Ladungsträger bewegen sich. Das wird man, bezeichnet man als Stromfluss. Das heißt, Ladungsträger bewegen sich. Beim Blitz erfolgte das durch die Luft. Das Luft ist eigentlich ein schlechter Leiter, deshalb braucht es auch große Spannungsunterschiede, damit sich die Ladungsträger überhaupt in Bewegung setzen. Bei Metallen oder besseren Leitern erfolgt das schon auch bei ganz kleinen Spannungen. Also auch dann setzen sich die Ladungsträger in Bewegung. Oft betrachtet man eben negative Ladungsträger, Elektronen, die sich bei leitenden Verbindungen bewegen können. Von einem Bereich, der zum Beispiel einen Überschuss an negativen Ladungen hat, zu einem Bereich, der einen Mangel an negativen Ladungen hat. Das Konzept des Stromflusses, wie ich schon gesagt habe, ist eigentlich ein relativ einfaches. Es bezieht sich nicht nur auf den elektrischen Strom, sondern man kann sich angucken, auf einem Fließband gibt es einen Brötchenstrom oder beim Lauf gibt es einen Läuferstrom, es gibt den Windstrom und einen Wasserstrom. Und die haben alle etwas gemeinsam, und zwar den relativ abstrakten Begriff des Stroms, das heißt, eine damit zählbare Größe x fließt in einer bestimmten Zeit durch eine vorgegebene Fläche, durch eine Öffnung, eine Tür, eine Schranke, was auch immer, dann bezeichnet die Größe x einen Strom. Das heißt, eine Größe x ist mengenartig und die fließt sozusagen durch einen Referenzrahmen, durch eine Öffnung, eine Tür, eine Fläche in einer bestimmten Zeit. Dann kann ich das als Strom bezeichnen. Und wie gesagt, dieses x, diese mengenartige Größe, es können Menschen sein, das können Wasser, kann Wasser sein, Brötchen, Luft, elektrische Ladung. Und klar, wir sind hier beim elektrischen Strom. Betrachten wir den elektrischen Strom oder die Stärke des Stroms als Anzahl der Ladungen, die pro Zeit durch eine Fläche treten. Das ist hier unten dargestellt. Hier sind die Anzahl, die Ladungsmenge durch eben eine bestimmte Zeit. Das bezeichnen wir als elektrischen Strom. Formelzeichen ist I, gemessen wird der Strom in Ampere und dieses Messgerät ist das Ampermeter dazu. Elektrische Ströme treten natürlich im Alltag auf und die können auch sehr, sehr unterschiedliche Dimensionen haben, angefangen von relativ kleinen elektrischen Strömen bei der Leuchtdiode bis hin zu riesigen elektrischen Strömen wie beim Blitz. Da ist eben eine große Ladungsmenge, die in relativer kurzer Zeit sich bewegt. Genauso wie es Gleich- und Wechselspannung gibt, also gibt es eben auch Gleich- und Wechselstrom. Gleichstrom haben wir, dass der elektrische Strom fließt immer in eine Richtung. Und das hat man per Konvention festgelegt von Plus nach Minus. Unabhängig davon, dass man oft eben Elektronen als negative Ladungsträger betrachtet und die sich in leitenden Verbindungen bewegen. Trotzdem legt man das fest als von Plus nach Minus.
Das wäre der Gleichstrom, also in einer Richtung. Es kann aber auch sein, dass sich die Richtung des Stroms mal ändert, wenn zum Beispiel eben die Polung einer Batterie oder einer anderen Spannungsquelle sich ändert, dann passt sich demnach natürlich der Strom an. Bei der Steckdose haben wir das zum Beispiel, dass 50 Mal pro Sekunde sich die Richtung des Stroms ändert. Da reden wir dann einfach von einem Wechselstrom. Zunächst aber betrachten wir eher einfache Stromkreise am Gleichstrom. Wir können verschiedene Zeichen verwenden. Einmal hier ein großer Balken für den Pluspol und einen kleinen für den Minuspol. Der Minuspol, zur Erinnerung, hatte einen Überschuss an negativen Ladungsträgern. Und wenn wir eine leitende Verbindung haben, dann bewegen sich die Ladungsträger natürlich und es fließt ein Strom, den wir an verschiedenen Stellen dieser leitenden Verbindung messen können. Nun, das kennen wir relativ gut, eben aus dem allereinfachsten Stromkreis, den man sich vorstellen kann, wo man eine Batterie hat und eine Lampe. Auch da kann man den praktisch aufschreiben als eine Batterie. Das ist sozusagen unsere Spannungsquelle. Der große Strich bedeutet das Plus und der kleine Strich das Minus. Es soll also eine Batterie sein, als eine Form von Spannungsquelle. Ja, allgemein könnte man bei dem Zeichen auch von einer Spannungsquelle reden. Die ist in unserem Fall eine Batterie und wie haben wir hier? Haben wir eine Gleichspannung. Das ist letzten Endes durch dieses Symbol hier gekennzeichnet. Und unser Stromkreis ist dann relativ einfach. Wir zeichnen hier als leitende Verbindung einfach solche Linien hin und haben für verschiedene Bauteile Kennzeichnungen, also wie zum Beispiel dieser Kreis mit dem Kreuz drin für eine Lampe. So können wir mit einer Schaltskizze letzten Endes das beschreiben, was wir links als Experiment aufgebaut haben. Dabei ist natürlich wichtig, dass es hier keine offenen Stellen gibt. Das wäre dann schlampig gezeichnet, sondern hier gibt es direkt durchgehende Verbindungen. Das wäre praktisch die einfachste Form eines Stromkreises und die rechts eine Darstellung dessen. Und so kann man letzten Endes viele elektrische Geräte mit solchen Darstellungen, solchen Schaltskizzen beschreiben. Wie zum Beispiel die klassische Taschenlampe, die ich hier mal aufgeschraubt habe und die Teile zerlegt habe. Das ist noch ein relativ einfaches Gerät, dennoch ist es auch hier nicht so ganz einfach zu sehen, wo ist eigentlich da der Stromkreis. Wir haben hier so die Batterien mit diesem Nöppel am Pluspol und die wiederum wird so eingelegt, dass sie den unteren Teil der Glühbirne berührt. Hier ist es nochmal weiter dargestellt, unterer Teil der Glühbirne. Dann geht der Strom weiter durch diese Glühbirne oder Glühlampe hier zur Fassung. Und von der Fassung, das kann man hier wieder sehen, ist dieser Teil, geht es hier über einen, hier ist der Schalter offen, den kann ich aber auch zumachen, kann ich hier wie auf dem rechten Bild, geht es weiter hier auf die Innenwand der Taschenlampe und von dieser Innenwand, die leitend ist, geht es hier über diese Dose und diese Spirale wieder auf den Minuspol. Das ist hier schon, muss man schon ein bisschen genauer hingucken, um zu gucken und zu festzustellen, wie fließt eigentlich der Strom, wo erkenne ich eigentlich wieder den Stromkreis. Und deshalb helfen eben solche Schaltskizzen, die Funktionsweisen zu verstehen. Also bei unserer Taschenlampe, die wir eben hatten, hatten wir im Prinzip zwei Batterien, die wir hintereinander geschaltet haben, mit Plus und Minus jeweils. Und dann hatten wir festgestellt, geht der Weg des Stroms durch die Lampe. Die haben wir hier dargestellt. Dann ging er zu einem Schalter, wo man die Lampe ein- und ausschalten kann, und wieder zurück zum Minuspol. Das ist jetzt der Schalter. Das waren oben eben die zwei Batterien, die wir hatten, und eben unsere Lampe. Hier kann man schon erkennen, bei diesem Schaltplan ist schon deutlich übersichtlicher, als wenn man sich jetzt die Lampe selber anguckt. Und deshalb ist es oftmals sehr, sehr hilfreich,
sich erstmal die Funktionsweise von Geräten eben mit solchen Schaltplänen zu überlegen oder eben ein Gerät, für ein Gerät einen Schaltplan zu zeichnen, weil hier die Sachlage viel übersichtlicher erkennbar ist. Jetzt können wir uns anschauen, wie jetzt hier eben, wir haben hier wieder eine Lampe dargestellt und haben jetzt zwei Geräte hier in den Stromkreis eingebracht. Das sind Ampermeter, das heißt, die messen den elektrischen Strom und die sind so gebaut, dass sie den Strom möglichst nicht beeinflussen. Das heißt, sie versuchen, den Strom zu messen, ohne aber den Strom durch den Leiter zu beeinflussen. Und dann stellt man zunächst erstmal fest, dass wenn ich eine solche Schaltung habe, also einen Strom fließen lasse durch dieses Messgerät, was sie nicht beeinflusst, durch die Lampe, und dann wieder durch das zweite Messgerät, dann stelle ich fest, dass der Strom nicht verbraucht wird. Das heißt, dieses Gerät misst hier einen elektrischen Strom und dieses Gerät misst hier einen elektrischen Strom. Und diese zwei Ströme sind gleich. Das haben wir hier nochmal im Experiment aufgebaut. Hier ist sozusagen, das ist unsere Batterie, das ist die Spannungsquelle. Wir haben eine Verbindung einmal in das erste Messgerät. Das ändert nichts am Strom, das misst ihn bloß. Dann läuft das hier durch die Lampe und in das zweite Messgerät, es ändert auch nichts am Strom, misst ihn bloß, zurück zur Spannungsquelle. Und beide Geräte zeigen dasselbe an. Das heißt, der Strom wird durch die Lampe nicht verbraucht. Was stattfindet, ist eine Energieumwandlung von der elektrischen Energie, die letzten Endes in der Spannungsquelle steckt, zu eben Erwärmung oder eben Licht auf dieser Seite repräsentiert durch die Lampe. Also Strom wird nicht verbraucht, genauso wie man sich zum Beispiel vorstellen kann, dass ein Mühlrad betrieben wird, dass Wasser auch durch das Mühlrad ja nicht verbraucht wird. Auch da fließt Wasser eben und auch da wird Energie umgewandelt. Die Energie, die vorher in dem strömenden Wasser steckt, wird ins Wasserrad umgewandelt. Wird in einem Wasserrad in Drehbewegung umgewandelt. Es gibt vier prominente Wirkungen des elektrischen Stroms, auf die ich kurz noch eingehen will. Das ist die Wärmewirkung, das ist die Lichtwirkung, eine magnetische Wirkung und die chemische Wirkung. All das sind Effekte oder Phänomene, die eben mit elektrischem Strom verbunden sind. Das erste will ich zeigen, die Wärmewirkung. Ich zeige Ihnen auch gleich, wie das Experiment funktioniert. Wir haben hier eine große Batterie, also eine Spannungsquelle, und die ist durch eine leitende Verbindung hier, kommt die an so eine Stelle, wo wir was einspannen können. Ich sage auch gleich was. Und hier kann man auch was einspannen. Das ist alles leitend verbunden und führt praktisch zu dem anderen Pol der Batterie zurück. Also letzten Endes ist es ein ganz einfacher Stromkreis. Und was wir hier dazwischen gespannt haben, ist ein Stahlstab. Ein dicker, fetter Stahlstab wird dazwischen gespannt und wenn wir dann sozusagen den Schalter schließen, das ist übrigens hier dieser Schalter, der große Schalter, der wird einfach da drauf gelegt, dass ein Strom fließen kann, dann stellen wir fest, dass der Stahlstab, den wir hier haben, sich sehr, sehr stark erhitzt, so stark erhitzt, dass er anfängt zu schmelzen. Sie sehen hier schon die ersten Tropfen des flüssigen Stahls herunterfallen in diesen Sandbehälter, der hier aufgestellt worden ist. Das wäre die Wärmewirkung des elektrischen Stroms. Das kann man, wie gesagt, auch in einem kleinen Experiment zeigen. Das zeige ich Ihnen hier im Zeitraffer. Das heißt, jemand kommt gleich rein, legt den Schalter um, wie Sie sehen können, und dann schauen wir im Zeitraffer, was passiert. Fängt an zu glühen, sehr stark zu glühen. Der Stahl verflüssigt sich. Natürlich auch hier sieht man auch schon gleich die Leuchtwirkung und irgendwann ist er einfach geschmolzen, der elektrische Strom, also der Kreis ist dann unterbrochen und er kühlt sich danach wieder ab. Das ist letzten Endes die Wärmewirkung, was man natürlich hier auch sieht, die ist direkt damit verbunden, ist auch das, die Leuchtwirkung des elektrischen Stromes, die man sie ja auch natürlich gerne haben möchte bei Leuchtmitteln. Es gibt noch die magnetische Wirkung des elektrischen Stroms, hier durch dieses kleine historische Experiment dargestellt, durch den Oersted-Versuch. Auch hier hat man eine Spannung, eine positive,
einem positiven Pol auf der einen Seite, auf dem negativen Pol auf der anderen Seite. Es fließt also ein Strom jetzt hier durch diesen Stab durch, der Rest ist isoliert. Was man hier hingehangen hat, ist eine Magnetnadel und die fängt an, sich so senkrecht zum Stromfluss einzustellen. Das heißt, offensichtlich bewirkt der Strom um sich eine Magnetfeld, zumindest eine magnetische Wirkung, die man nachweisen kann mit einer Magnetnadel, die sich ausrichtet. Schließlich gibt es noch die chemische Wirkung des elektrischen Stroms, die man zum Beispiel nachweisen kann, indem man hier eine Schale mit Wasser hat. Auch hier ist praktisch wieder ein elektrischer Anschluss, der dafür sorgt, dass Strom durch das Wasser durchfließen kann. Da muss die Spannung relativ groß sein. Das haben wir hier im Experiment, kann man nicht ganz so gut erkennen, auch gezeigt. Also hier sind zwei Anschlüsse, wird eine große Spannung angelegt, sodass ein Strom durch das Wasser fließen kann, Spannung groß genug. Und das sorgt dafür, dass man Wasser eben in gasförmigen Wasserstoff und in gasförmigen Sauerstoff spalten kann, und dieses Mischgas wurde jetzt hier in dem Experiment umgeleitet in so eine Schale. Da ist Seifenlösung drin, dass man das Gas so als kleine Seifenblasen, in kleinen Seifenblasen auffangen kann, und das, was man als typischerweise als Knallgas bezeichnet, das kann man dann nachweisen, indem man die mit zum Beispiel einem Feuerzeug oder einer Flamme dieser Seifenblasen, die mit diesem Knallgas gefüllt sind, anzündet, und dann gibt es einen kurzen Knall. Das heißt, wir haben diese vier verschiedenen Wirkungen des elektrischen Stroms: die Wärmewirkung, die Lichtwirkung, eine magnetische Wirkung und eine chemische Wirkung.